Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Beautiful Morning. Schön, dass du dabei bist. Wir machen uns heute einen wunderschönen guten Morgen, hoffe ich, und auch einen wunderschönen Tag danach. Jetzt wollen wir uns erst einmal durchbewegen und auch etwas kräftigen, stabilisieren und ganz wichtig, zuerst einmal aufrichten, denn wenn wir mit gehobenem Brustbein stehen, dann verbessert sich gleich unsere Laune und der Morgen ist sowieso schon so richtig gut. Also stell dich in eine sehr stabile, hüftbreite, etwas breitere sogar Position. Lass deine Knie ganz leicht gebeugt und schieb dein Brustbein nach diagonal oben. Lass die Schultern locker nach hinten unten fallen. Atme aus und lass dein Brustbein ganz leicht wieder sinken. Die Schultern dürfen auch ein Stück nach vorne sinken. Nochmal einatmen, dein Brustbein heben und ausatmen, rund werden. Denk an deine stabile Körpermitte und beweg ganz bewusst deine Brustwirbelsäule ein und aus. Einatmen und ausatmen. Ein Lächeln auf deinen Lippen. Gleich nochmal. Bleib jetzt aufgerichtet, lass deine Schultern entspannt nach hinten unten fallen und rüttel und schüttel dich ein bisschen durch. Also beug deine Knie. Ganz leicht, nimm den Oberkörper mal nach rechts, mal nach links. Vielleicht drehst du dich auch ein bisschen. Kannst die Füße auch etwas weiter schließen, wie es für dich angenehm ist. Mitte aktiv und richtig durchlockern. Aktiviert alle Rezeptoren innerhalb der Faszien. Das macht wirklich, finde ich, gute Laune und macht auch wach. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück, atmest ein und jetzt mal so richtig den Tag begrüßen. Die Handflächen öffnen, die Finger nach oben, Knie strecken, einatmen und ausatmen, Finger fassen und ganz rund werden. Nochmal einatmen, Brustbein öffnen und ausatmen, so richtig wieder rund. In deinem eigenen Rhythmus. Und gerne in verschiedenen Winkeln deinen Oberkörper hier vor aufdehnen. Mal den rechten Arm weiter nach oben, mal den linken. Variantenreich dich aufdehnen. Tief einatmen. Mach nur weiter, ich komme zu dir. Noch einmal, dann nochmal öffnen und da bleibst du jetzt und nimmst einen Arm nach oben. Jetzt stützt dich auf den anderen Oberschenkel ab und leg dich über, gefühlt einen riesengroßen Ball drüber. Einatmen, komm wieder hoch und mit dem Ausatmen legst du dich auf die andere Seite. Nochmal ein und aus. Richtig schön rund werden. Die Zwischenrippen hinten öffnen. Zwischenrippen, Faszien elastisch machen. Muskeln aufdehnen. Und dann werde größer und lass jetzt die Arme durchschwingen. Das heißt, du stützt dich ab, schwingst durch, kommst wieder hoch und schwingst durch, kommst wieder hoch in deinem eigenen Rhythmus. Ganz weit, ganz groß. Dann bleib hier, stopp und verlager dein Körpergewicht nach rechts, nach links. Fußspitze, Ferse und die Arme wie Flügel von oben nach unten ausbreiten. Weich, elastisch landen und
locker fallen lassen. Letzten Male noch. Dann werde etwas schneller und vielleicht auch ein bisschen federnder in der Bewegung. Roll deine Füße ab, Fußspitze, Ferse. Und twiste mit deinen Fersen. Lass die Fußspitzen, den Vorderfuß ruhig am Boden und kannst auch größer abheben. Noch mehr twisten. Ich finde, so twisten macht immer gute Laune. So wie es für dich okay ist. Reicht auch, wenn du nur die Fersen anhebst oder eben in der Bewegung größer. Mal rechts vor, mal links vor. Dann in der Mitte bleiben, Füße abrollen, Fußspitze, Ferse. Mach das Ganze dreimal, also 1, 2, Stopp, 1, 2, Stopp, gut, 1, 2, Stopp. Und immer wenn du stoppst, dann versuche dein Bein anzuheben. 1, 2, Stopp. Gut. Sehr gut. Nochmal, halte ein Bein oben, hier, und jetzt stell dir eine wunderschöne Blume vor, die du zeichnest. Du kannst mit dem Fuß auch unten immer mal wieder auftippen und mit den Händen zwei gleichmäßig geformte Blätter oder mehrere Blätter dieser Blume zeichnen. Wieder von unten nach oben. Es können auch unterschiedliche Blumen dann sein, wenn du wieder nach unten gehst. Wir knüpfen beide Gehirnhälften, trainieren unsere Balance, unser Gleichgewicht, machen dadurch unser Gehirn frisch und wach. Und das Ganze natürlich auch mit dem anderen Bein. Trainieren. Also wirklich die Zusammenarbeit der Gehirnhälften, bilden neue Synapsen, es darf wackeln. Und wenn du dann wieder angekommen bist, machst du einen Schritt zur Seite, hin und her. Erstmal rantippen an den Fuß und deine Hände. Die zeichnen einen lachenden Mund von links nach rechts, hin und her. Gut. Das Ganze zweimal nach rechts. Eins. Und zwei und nochmal links und zwei und nochmal ein Kreis in der Mitte. Sehr gut. Und gern deine Hüfte ein bisschen mitnehmen, dein Becken schaukeln lassen, hin und her. Nochmal einen Schritt hin und her, hin, her, hin und her und hin und ruhig nochmal mitschnipsen. Immer wenn wir uns im Rhythmus bewegen,
Dann trainieren wir Areale im Gehirn, die fürs Bewegungslernen zuständig sind. Wichtig! Kreuz den Fuß und nimm die Arme nochmal ohne Schnipsen mit. Also locker kreuzen. Während du weiter kreuzt, verändern sich deine Arme. Wenn du kreuzt, zeichnest du einen Kreis. Hopp, Mitte hoch, Mitte hoch, genau. Die Hände nicht kreuzen, nur den Fuß. Super. Ohne Arme. Hinten kreuzen jetzt. Immer noch. Letztes Mal. Bleib dann hinten. Stopp. Und jetzt, ich zeige es dir seitlich, heb dein Bein an, lass dein Becken parallel zum Boden und denk dir nochmal zwei Flügel, die du ausbreitest. Schulterblätter küssen sich. Jetzt geh mit den Flügeln tief, zieh dein Knie an, du kannst auch auftippen oder in der Luft lassen. Zurück entweder tippen oder in die Luft. Rückenstrecker, Flügelschlag. Halten und fliegender Wechsel sozusagen, rund und Flügel ausbreiten. Noch einmal. Sehr schön. Beide Füße ganz eng nebeneinander. Richte dich auf. Lass deine großen Zehen und die Fersen geschlossen. Knie gebeugt und deine Schultern kreisen rechts und links im Wechsel nach hinten. Locker. Am besten immer zurückkreisen. Nach vorne machen wir öfters im Alltag die Bewegung. Tauche noch mehr ein. Wir bringen uns aus der Mitte in die Mitte sozusagen. Stabile Mitte ist immer wichtig für einen beautiful day. Noch größer. Hoch. Merke, wie dein Rumpf sich bewegt in allen Richtungen. Die Brustwirbelsäule sollte auch beweglich sein, damit wir uns wohlfühlen im Rücken. Werde wieder kleiner. Nimm die Hände zu den Schultern. Und bleib in der Mitte stehen. Schultern nach hinten unten ziehen. Und jetzt nimmst du ein Bein nach vorne. Und zwar stehst du auf einer Linie. Fußspitzen wirklich in eine Richtung. Klappt das? Und wenn jetzt rechts vorne ist, rechts vorne, dann drehst du dich mit dem Oberkörper zum rechten Bein, kommst wieder zurück und streckst rechten Arm nach oben, linken nach unten. Komm nochmal zur Mitte, wenn es nicht geht. Schummel so ein bisschen, öffne die Füße etwas breiter. Langziehen die Seite. Da wackeln. Noch einmal. Ja. Und
zurückkommen und kurz entspannen, Füße nebeneinander durchtauchen. Dann kleiner werden, in der Mitte ankommen, ein Bein, jetzt das andere natürlich nach vorne aufrichten, drehen und zur Mitte und zur Seite, lang ziehen die Seite. Gleich nochmal. Atmen. Noch einmal. Einmal noch. Und wieder zurückkommen. Jetzt locker lassen und die Arme schwingen. Von rechts nach links. Ganz entspannt. Hin und her. Richtig schön großen Kreis um deinen Körper herum. Dann langsam wieder kleiner werden, bis du hüftschmal geöffnet stehst. Dich aufrichten, denk an den lachenden Mund hier auf deinem Brustbein, schüttel dich aus, locker dich aus, Nase ein, Mund ausatmen, auch den Nacken entspannen, am besten ausatmen, jetzt Schultern hoch, ein, tief, nochmal aus, nochmal ein, nochmal aus und jetzt halte die Schultern ganz bewusst hinten unten. Denk dir eine Krone auf deinem Kopf. Lass deine Füße gleichmäßig stehen auf dem Boden und denk im Alltag öfters an Bewegung, denn das lässt uns wirklich uns wohlfühlen. Denk auch öfters an diesen lachenden Mund auf deinem Brustbein. Wenn deine Haltung aufgerichtet ist, dann fühlen wir uns schon viel wohler und sind gut gelaunt. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt wohl in deiner Haut. Mich interessiert es natürlich. Gern unten reinschreiben, netten Kommentar oder gefällt mir drücken, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du auch da unten. Da steht deine Unterstützung. Steady in den Beschreibungen oder auch in den Kommentaren. Klick einfach drauf und dann wähle aus, mit wie viel im Monat du das machen möchtest. Vielen Dank auch an die, die das bereits tun. Du kannst auch einfach das Video an jemanden weiterleiten, der sich auch bewegen möchte. Freue ich mich, wenn sich ganz viele Menschen bewegen. Und klar freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann!